So, liebe Videofreunde, wir sind jetzt bei der Firma Ventje aus Holland, ne? Ja. So hört sich zumindest an. Aus Holland. Und zwar hat die Firma Ventje einen Minicamper, einen VW-Bus. Genau. Aus, und die Firma Ventje baut diese VW-Busse aus als Minicamper. Und ich bin hier vorbeigegangen und habe gesagt, das muss ich zeigen, weil ich glaube, dass das wirklich ganz viele Leute interessiert. Und hier ist auch immer gut was los und ich bin froh und dankbar, dass Sie mir das mal kurz zeigen. Kein Problem, gerne. Ja, gerne. Also, dann gehen wir mal so ein Stückchen rein. Der junge Mann, wie heißt du? Timo. Timo, ich bin die Claudia. Danke, Name. Der Timo erklärt uns das mal jetzt ein bisschen, was man alles mit dem Auto hier machen kann. Das ist nämlich sagenhaft. Ich mache das. Okay. Wir haben hier ein Wohnzimmer, aber wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. So, jetzt siehst du, dass wir hier Platz haben für vier Personen. Du kannst essen, du kannst ein Spiel machen, aber wahrscheinlich ist der Tisch noch ein bisschen zu klein. So, wenn wir einen großen Dinner haben oder wir spielen ein großes Spiel, dann nehmen wir diese Tischplatte raus, legen die hier da auf und mit Magneten. Mit Magneten funktioniert das? Ja, ist er fixiert. Okay, ich darf mal. Ja, ist fest, okay. So? Ja, super. Das ist meistens, wenn wir essen, ein Spiel machen. Machen wir so. So, danach ist Abendessen. Dann möchten wir gerne schön hinsetzen. So, der Tisch geht weg. Dies aus. Dann kommt die Tüße. So, und schon hat man eine richtig bequeme genau. Lounge. Ein Lounge, du kannst Fernsehen gucken, du kannst ein Buch lesen, du kannst alles machen und auch noch Wein trinken. So, hier hinten den Tisch haben wir ein Weinfach für 1, 2, 3, 5 Weinflaschen, so ungefähr für einen Abend. Wunderbar, alles gedacht, auch daran ist gedacht. Ja. So, das ist die zweite Ausstellung hier unten. Dann haben wir noch eine und das ist das Bett. Diese wieder hoch. Here we have the wastewater tank, so that you can go into nature without using anything. Das ganze Auto ist wie ein Baukastensystem. Das kann man hin und her machen. Guckt euch das an. Inzwischen. Da kommen diese zwei auch noch hier und dann haben wir ein Bett von 2 Meter bis 1,40 Meter. Super. Aber wenn zwei Personen für zwei schlafen nicht genug ist, können wir auch noch hier oben schlafen. So, das ist ungefähr 1,20 Meter, weil auch 2 Meter. Super. Oder es kann einer oben und es kann einer unten schlafen. Genau. So. Dann haben wir die Küche ganz hinten. Die Küche können wir von draußen und auch von drin. So, wenn es kalt ist draußen oder schlechtes Wetter, können wir auch von drin kochen. Okay. So, dann am besten. Und dann können wir hier. This is the longer version fan. So, diese öffnen wir auch nach drin, aber die gehen auch nach außen. So, alles ist beidseitig ausziehbar. Genau. Dann haben wir Wasser, Gas fürs Kochen, Kühlschrank, die hat auch Magneten, die kann auch nach vorne und nach hinten gehen.
Richtig gut kochen, das ist wichtig, man hat auch mal Hunger, immer. Und wie viel Liter Wasser? 10? Ja, wir haben 10 Liter Wasser. Okay. Und du kannst es sehr leicht rausnehmen, so als ich hier. So, dann nimmst du diese ab. Und dann kannst du es rausnehmen. Ja, und wieder aufhören, fertig. Genau. Super. Und auch richtig schön verarbeitet mit Holz. Ich finde das gut. Und ich habe eine Frage. Da, wo du jetzt sitzt, unten drunter. Das ist die Toilette. Genau. So, die können wir auch noch nutzen, wenn das Bett fertig ist, wenn wir oben schlafen, unten schlafen, wie im Sonnenschlaf, haben wir auch noch. Kannst du trotzdem benutzen? Ja, genau. Okay, das ist wichtig. Ja, und dann haben wir hinten auch noch Platz, so wenn wir Kleidung oder etwas mitnehmen sollen, dann kann es auch noch da. Das wäre jetzt noch meine Frage. Staufächer für Kleidung ist hier unten drunter. Ja. Wir haben hier unten genau Platz. Und jede das Menge. Ist das Gleiche. Klappt ihr das oben nochmal? Ja, genau. Ich geh nochmal raus, warte. Und dann haben wir hier auch Platz. Richtig viel Platz. Also ein richtig cooler Minicamper. Ja, dann haben wir oben das zweite Bett. Ich komme hier hinter. Wahnsinn. Hier oben hast du auch noch eine richtige Matratze. Und Folie. Genau, Folie. Folie-System. Das liegt sehr gut. Ja. 2 Meter Länge und 1,20 Meter. Wunderbar, super. Also das Auto ist echt wirklich gut konzipiert. Ja, wunderbar. Also, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das zu machen, weil das so gefragt ist? Meine Kollegen ist angefangen mit Fenche und hat gedacht, okay, ich möchte gerne einen Camper-Fan umbauen, so ein kleines Fan umbauen, aber ich möchte es gerne richtig machen. So anders wie alle anderen. Companies machen. So, das, wie wir gestartet sind. Ja, das ist ungefähr 5 Jahre zurück. Jetzt sind wir in den Niederlanden schon mit 300 bis 400 Fahrzeuge geliefert. Und jetzt kommen wir auch zum Deutschland. Also das kann ich mir vorstellen, dass das gefragt ist. Ich bin auch, egal welchen Tag ich hier war, ich bin jetzt den dritten, das ist der letzte, jeden Tag hier vorbeigelaufen und habe geguckt, immer dieser. Ihr seht es ja auch. Das Auto zeigt uns jetzt noch was. Also was ich immer wieder faszinierend finde, dieses ganze Auto ist wirklich ein reines Baukastensystem. Du hast verschiedene Varianten, das aufzubauen und du kannst jetzt hier innen drin, unten drunter sind die Holzteile für diese Geschichte. Gell? Genau. Und was ist dabei? Da sind ein großer Tisch, ein Tisch und 2 Stühle. Und 2 von den Stühlen. Ja. Und die sind auch, ich setze mich mal drauf. Mega bequem. Michael sitzt schon gut. Ja, sind bequem. Richtig bequem. Ja. Ja. Und dann nimmst du dann die Sitzpolster von innen. Also das Auto ist super. So, dann haben wir noch etwas. Das ist ja wie eine Wundertüte. Ja, das ist wirklich genial konzipiert. Also ja, das ist den unteren. Da hat man nochmal einen Hocker. Diese drauf und dann haben wir noch für 2 Personen. Und wo ist das sonst? Kommt hier raus. Ach, da unten rausgeholt, da sind die Töpfe drin. Hier hingestellt. Und dann haben wir gleich mal einen Hocker. Hat der einen Schrank gebaut? Genial. Timo, eine Frage. Am Ende. Ja? Was kostet das gute Stück? Es ist ungefähr ab 55.000 und 60.000 Euro. Das meine ich, dass wir dann einen T5 oder T6-Fan benutzen und einen neuen Ausbau da machen. Also der Preis ist inklusive. Inklusive Auto, ja. Ja. T5 oder T6 und dann ein neuer Ausbau. Für die Gesamtpreis ist dann ab 55.000, 60.000 Euro. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Echt super. Dankeschön.